Mich hat motiviert, in die Pflege zu gehen, dass der Job so abwechslungsreich ist und man ganz viele neue Themenfelder kennenlernt. Man kriegt viel Herzlichkeit zurück. Zum Beispiel Susanne. Das ist so, was mein Job ausmacht, ne? Dieser Bezug zu ihr, wenn sie so wie lacht, wie sie sich heute gefreut hat. Ich bin Emma, bin 19 Jahre alt und mache gerade das duale Studium in Pflege. Ich heiße Marina und ich bin examinierte Altenpflegerin und habe eine Zusatzqualifikation zur Praxisanleiterin. Ich bin Anna, ich bin 21 Jahre alt, ich arbeite in der ambulanten Pflege bei der Caritas und ich bin frisch ausgelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Die Ausbildung zur Pflegefachkraft dauert 3 Jahre und ist aufgeteilt in praktische und schulische Blöcke, welche jeweils 6 bis 12 Wochen ungefähr gehen. Und man hat immer einen Praxisanleiter in der jeweiligen Praxisphase. Das ist bei mir jetzt gerade Marina und dadurch wird man eigentlich gut betreut und lernt viel. Die Auszubildende erwartet bei uns in der Caritas Menn im ambulanten Pflegedienst einen Einsatz in verschiedenen Pflegesituationen auf verschiedenen Touren. Das Ziel ist, wenn ich Schüler mit habe, dass sie, wenn sie mitfahren, natürlich selbstständig auch Pflege durchführen können unter Anleitung. Typische Situationen bei den Patienten sind zum einen Blutzucker messen und Insulinspritzen, Thrombosestrümpfe anziehen, bei der Grundpflege unterstützen, Wundversorgung, ja, denen morgens das Essen vorbereiten, Medikamentengabe. Ich habe mir gedacht, dann am Ende meiner Ausbildung, mich hat nichts so positiv beeindruckt wie ja, die ambulante Pflege und deswegen habe ich mich da beworben. Ich mag das Team sehr gerne, ich bin ja in Riemsdorf und die Klienten, also ich bin gerne irgendwie bei den Leuten zu Hause. Das sind alles sehr, sehr liebe Menschen. Es motiviert mich, den Job jeden Tag zu machen, wenn ich zum Beispiel ein nettes Gespräch mit einem Patienten führen kann oder auch meinen Patienten umarmen kann. Wer Interesse an der Ausbildung hat, sollte natürlich Spaß im Umgang mit den Menschen haben, gerade mit Kranken und Pflegebedürftigen. Auf jeden Fall Empathie, Freundlichkeit und ja, Durchhaltevermögen, weil es schon anstrengend ist, aber ja, es jeden Tag schöne Momente gibt.